Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Wechselstrom. Jetzt geht es also um Wechselstrom. Bis jetzt, wenn wir über Strom gesprochen haben in den vorangegangenen Serien, hat es immer geheißen, ja, der Stromspannung ist konstant. Ja, oder ändert sich vielleicht einmal, haben wir gehabt, beim Kondensator aufladen und bei der Spule und so weiter, ändert sich einmal und dann bleibt es aber wieder konstant. Ja. Ab jetzt, zumindest in dieser Serie an Videos, soll es um Wechselstrom gehen. Was ist jetzt Wechselstrom? Ja, Wechselstrom gibt es verschiedenste Arten, gibt es ganz verschiedenste Arten und die möchte ich ein bisschen jetzt darlegen. Und zwar, ich fange gleich mal bei einem ganz argen an. Ja. Keine Angst, den erwähne ich nur, den brauchen wir nicht irgendwie weiter verfolgen, aber der Vollständigkeit halber sei es erwähnt. Nämlich nicht deterministische Signale. Nicht deterministisch. Nicht deterministisch. Was heißt das, nicht deterministisch? Nicht bestimmt. Das heißt, ich kann von diesem Signal, weil ich es zu einem Zeitpunkt kenne, keine Aussagen treffen, wie es im nächsten Zeitpunkt sein wird. Okay? Es ist nicht bestimmt, nicht deterministisch. Nicht bestimmt. Dann gibt es nur die freundlichen von den nicht deterministischen. Die sind zumindest sogenannt ergodisch, heißen die. Brauner Stift brauche ich meinen dünnen. Ergodisch. Was sind also ergodische, nicht deterministische Signale? Das ist ein Signal, von dem ich zumindest sagen kann, wahrscheinlich. Ja, die mit Hilfe von einer Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwelche Wahrscheinlichkeitsaussagen sagen kann. Ja, sag, okay, wahrscheinlich verhält sie sich mit 99% Wahrscheinlichkeit, verhält sie sich so und so. Und das sind ergodisch. Ich weiß zwar nicht ganz genau, ich weiß nicht eigentlich, was passieren wird, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weiß ich, was ungefähr passieren wird. Ergodisch. Und die absoluten Orgen sind die nicht ergodischen. Den kann ich nicht mal mit statistischen Methoden zur Leibe rücken. Da weiß ich gar nichts. Gar nichts. Das macht einfach irgendwas. Ja? Okay. Ich meine, das ist nicht das, was wir unter Wechselstrom verstehen. Ja? Also das gibt's auf alle Fälle, solche Signale. Ja? Wir beschäftigen uns mit deterministischen Signalen. Bestimmten Signal. Ja? Signal, die gewissen Regeln folgen, wo ich sagen kann, okay, wenn ich es zu einem Zeitpunkt kenne und die Regeln kenne, dann weiß ich auch, wie sich das Signal weiter verhalten wird. Ja? Da haben wir zum Beispiel kennengelernt, das Aufladen eines Kondensators. Ja? Das Abschalten einer Spule. Ja? Das waren so deterministische, bestimmte Übergänge. Ja, ich habe genau gewusst, was passieren wird. Ja. Wären aber nicht periodisch in diesem Fall. Gell? Also wir waren nicht periodisch unterwegs. Hat sich nicht wiederholt. Der Kondensator hat sich einmal entladen. Fertig. Ja. Warte, unterstreichen wir das vielleicht ein bisschen, weil da schreibe ich ein bisschen was dazu. Dann unterstreiche ich das da oben aber auch. Nur weil es nicht deterministisch ist, dann heißt das nicht, dass es nicht genauso schön schreiben kann. Ja, also sowas aber zum Beispiel transiente Übergänge. Zum Beispiel habe ich genannt Aufladen eines Kondensators. Ja? Nicht periodische Signale. Dann gibt es periodische Signale. Das
Das sind Signale, die sich wiederholen. Ja, das sind Signale, die sich wiederholen. Das heißt, wann das Signal zu einem gewissen Zeitpunkt T, ja, ist genau das gleiche Signal wie vor einer gewissen Zeit T. Ja, also vor einer gewissen Zeit T hat das Signal ganz genauso ausgeschaut. Und es wiederholt sich. Das T heißt Periodendauer. T heißt Periodendauer. Also nach einer gewissen Periodendauer wiederholt sich das Signal 1 zu 1. Es gibt auch Signale, die sich nicht 1 zu 1 wiederholen, aber ungefähr. Das ist zum Beispiel, weiß ich nicht, die Tag- und Nachttemperatur. Wenn man sowas, das ist jetzt ein Beispiel aus Nicht-Elektrotechnik, aber ist egal. Also am Tag ist es wärmer, in der Nacht ist es kälter und es sind immer so Wiederholungen, aber eben nicht hundertprozentig, weil ein Tag wird es ein bisschen heißer und ein Tag wird es ein bisschen weniger warm. Ja? Deswegen sind das quasi periodische Signale, die fallen aber da drunter. Ja? Also das ist quasi periodisch. Periodische sind wirklich die, die genau das erfüllen. Park, ja. XVT ist gleich XVT minus Periodendauer. Der Eisenbahn drüber. Das sind also die Signale, um die wir uns jetzt kümmern wollen. Deswegen machen wir da so eine Abgeschränkung. Die nicht periodischen sind wir fertig, machen wir nichts mehr. So, jetzt geht es um die periodischen. Okay? Jetzt überlegen wir uns mal, welche Art von Signalen könnten denn das erfüllen? Ich zeichne jetzt ein Signal auf und wir überlegen uns, ob es das erfüllt. Du hast die Zeit T. Dann habe ich hier mein Signal X. X vor T. Und jetzt zeichne ich das Signal ein. Pass auf. Es bleibt immer gleich. Erfüllt das diese Bedingung? Also ist das Signal zu dem genauso wie der sicher? Ja. Sicher erfüllt es das. Ja. Ist aber schon ein spezieller Spezialfall. Ja. Sonderfall. Ganz speziell. Das heißt Gleichgröße, hast du das gezeigt. Ja. Gleichgröße. Das erfüllt rein formal, erfüllt es diese Bedingung, aber das ist eigentlich nicht das, um was es uns geht. Ja? Ich zeichne jetzt was anderes auf. Pass auf. Was anderes auf? Mit der Zeit T. Ja? Eine andere Farbe, blau vielleicht, X von T. Und jetzt schaut das sowas. Soll immer gleich sein? Das wiederholt sich. Hallo? Schau mal. Da habe ich hier die Periodendauer T. Und nach der Periodendauer T schaut es wieder ganz genauso aus. Wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Ja? Also das erfüllt diese Bedingung ebenso. Gut. Ja? Und dann zeichne ich nur was auf. Diesmal zeichnen die Achse hier herum. Pass auf, jetzt nochmal rot, X von T. Und es schaut eigentlich genauso aus wie die da, nur schaut es halt so aus, ja, schwingt rund um Null. Erfüllt diese Bedingung ebenso, weil auch hier habe ich eine Periodendauer T. Und auch der wiederholt sie sich wieder. Ja. Solche Größen hier werden Wechselgrößen genannt. Das sind Wechselgrößen.
Das Kennzeichen einer Wechselgröße ist, dass der Mittelwert da ist der Mittelwert. Das ist dort, wo die Flächen drüber und drunter gleich groß sind. Der Mittelwert ist gleich 0. Das kennzeichnet eine Wechselgröße. Okay? Wo haben wir einen Mittelwert da? Zeichnen wir nach. Da ist der Mittelwert. Ist der 0? Nein, der ist nicht 0. Der hat einen gewissen, man sagt zu dieser Größe, auf Deutsch sagt man Mischgröße. Der Mittelwert ist da ungleich 0. Ja, größer, kleiner ist nicht festgelegt, kann ja theoretisch da drunter anschwingen. Ne? Mischgröße, weil man sagt, das da ist eine Mischung zwischen Gleichgröße und Wechselgröße und das da schreibe ich jetzt einfach wirklich in Spezialfall. Ja, Sonderfall, Spezialfall. Mathematisch korrekt, aber sagen wir, das hat mit Wechselgröße oder mit Wechselstrom nichts zu tun. Das ist das, womit wir uns beim Wechselstrom beschäftigen. Ja. Wie die Form, da jetzt so trapezförmig ein bisschen eingezeichnet, wie die Form aussieht, ist einmal nicht festgelegt. Das können Dreiecke sein, das können Rechtecke sein, Rechteckschwingungen, das können so trapezförmig sein, das können Zickzacklinien sein. Die wichtigste Größe ist die sinusförmige Wechselgröße. Okay? Sinusförmige Wechselgröße. Und weil es so wichtig ist, kriegt die eigene Kategorie. Ja? Weil man zu den anderen sagt, man nicht sinusförmige. Also wie gesagt, Theta ist die wichtige sinusförmige Wechselgröße. Das ist das, was man landläufig, weil unsere öffentliche Stromversorgung damit funktioniert, aber das werden wir noch sehen, mit als Wechselstrom bezeichnet. Aber prinzipiell sind andere Größen das ebenso. Also so, wenn es so trapezförmig ausschaut, ist auch Wechselstrom. Also habe ich schon einen Wert, habe ich schon genannt, den Mittelwert. Ja, das ist ja dort, habe ich gesagt, wo die Flächen drüber und drunter gleich sind. Der Mittelwert, sagt dir irgendwas aus? Ich meine, Wechselgröße, Mittelwert 0, kann ich einfach sagen, das ist 0. Wir müssen in andere geeignete Methoden Angaben finden, um irgendwie zu transportieren, mitzuteilen, Wie arg ist denn so ein Wechselstrom? Ich sage ja jetzt habe ich schon genannt, in der öffentlichen Stromversorgung haben wir Wechselgrößen. Und da sage ich, jetzt sind 230 Volt da in meiner Steckdose. Ja, aber was ist denn das? Mittelwert ist es nicht, weil der ist 0. Ja? Und gefährlich ist es schon, weil wenn ich eingreife, tut's weh im besten aller Fälle und im schlechtesten aller Fälle, spreche ich nie wieder ein Wort. Also irgendwie muss ich da irgendwie kenngrüßen. Kenngrüßen, nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.